sorry, wenn ich das gleiche Essen koche, wenn man hier nichts anderes hat. Ich finde es einfach mega schade, weil ich genau vor so einer Situation einfach Angst hatte und auch gewarnt wurde von draußen von meinen Freunden. Weil ich selbst nicht so ein Mensch bin, der Freunden in den Rücken fällt. Geht mir auch langsam auf den Sack, das hättest du auch schon die Tage merken müssen, warum ich da manchmal ein bisschen zu dir auch abweisend bin. Nicht wegen Kochen, allgemein einfach, dass ich immer so das Gefühl habe, dass du so werden willst wie ich. Überhaupt nicht wahr, wir haben doch voll einen anderen Style. Keine Ahnung, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann sage ich was in einem Interview und das nächste Mal sagst du das. Und also ist mir alles ein bisschen suspekt. Du bist du, ich bin ich. Ich weiß nicht, warum man so sein muss. Vor allen Dingen auch hier, wo man eigentlich als Team stark sein sollte. Ich verstehe nicht, warum man sich jetzt so aufspielen muss deswegen. Es ist Aufspielen für mich, definitiv. Keine Ahnung, sie sagt so, dass ich ihr wohl nachmachen wollen würde. Aber das ist einfach null der Fall. Das könnte Christine anders sehen. Concealer beim Schminken macht ja sonst niemand anderes. Nachgemacht. Kochen, nachgemacht. Und selbst im Bett schlafen muss Valentina nachmachen. Marco? Als neutraler Beobachter, ne? Bitte? Findest du, Christine und ich sind vom Wesen gleich? Keine Ahnung, was bei euch abgeht. Ihr seid als Couple hier, aber ihr seid ja nicht die gleichen Menschen. Genau. Seid ihr unterschiedlich. Ja. Ich bin ja auch mit Christina. Wir sind ein Paar, aber wir sind jeder ja eigenständige Person, weißt du? Richtig, richtig. Ich bin halt nicht so ein Mensch. Ich stehe zu meinen Freunden zu 100%. Ich bin mies abgefuckt, mies abgefuckt, mies abgefuckt. Aber warum? Wegen Christine.